Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal befinden wir uns in Rusig Nord und bereiten uns auf den Frachtwechsel vor. Und wir fahren dann die neueste Stahllieferung zum Kunden und dann Holz an eine nahegelegene Papierfabrik. Ein Stahlzug wurde verladen, vorbereitet und muss zum Verschiebebahnhof nördlich von Hagen gebracht werden. Da das jetzt abgeschlossen ist, wartet bereits ein anderer Zug auf sie. Dieser ist voll mit Holz. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder, meine Güte. Ansonsten belasse ich es mit dem Szenario, beziehungsweise mit der Route erstmal. Und 1, 2, 3... Und widme mich dann, keine Ahnung, Rapid Transit. Denn scheinbar möchte Rusig Nord nicht befahren werden. So. Warten wir, bis die Bremsen aufgeladen sind. Denn das ist mittlerweile der zweite Versuch für dieses Szenario und der x-te Versuch. Allgemein, dass da irgendwie das funktioniert, wie es angeblich funktionieren sollte. Bremshebeltest. Stell den Hauptschalter auf voraus und die Zugbremse auf volle Leistung. Hauptschalter vorwärts, Zugbremse volle Leistung. Zugbremse auf 1B. Schließen, heben, Lichter ein, Signale hell, Parkbremse lösen, lösen und Leistungsregler. Das funktioniert, das hat auch vorher schon funktioniert gehabt. Sie von PCB schalte ich an, wenn wir angekoppelt haben, weil, keine Ahnung. Für diese 500 Meter mache ich das jetzt nicht nochmal. Wichtig ist, dass wir gleich loskommen können, dann kann ich sich ja immer noch während wir anfangen loszurollen anschalten. So, dann holen wir uns nochmal die Erlaubnis, eine hier rüber zu fahren. Ups, das wollte ich nicht. Nein, wir fahren den Zug an und gucken ihn manuell an. Nein, 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 falsche Richtung. Ob das reicht. Nö. So, hoppla. Reicht immer noch nicht. Schweine schätzen irgendwie.
jetzt aber. Haben wir das geschafft? Dann steigen wir wieder rauf. Setzen uns hin, machen den Hauptschalter auf aus. Oh Gott, lösen die Bremsen. Schalten die Lichter aus. Und begeben uns zum anderen Führerstand. Rauf, hinsetzen. Schalten die Lichter an. Schalten das an. Hauptschalter voraus. Bremsen volle Leistung. Bremsen auf 1B. Bremsen lösen. Und Gas geben. Was wieder genauso gut funktioniert wie gerade eben, nämlich nicht. Schließen, heben. Jetzt scheint es zu funktionieren, obwohl ich genau dasselbe gemacht habe wie gerade eben auch. Klassischer Fall von Rigged. So, dann können wir jetzt endlich mal hier vernünftig fahren, meine Güte. Endlich mal dieses Szenario machen, Mensch. Jetzt ballert die CPU komischerweise hoch, warum auch immer, verstehe ich nicht. Also mit hoch meine ich halt höher als sonst. Fahren wir gleich weiter geradeaus zu gehen. Zugbeeinflussung. Wunderbar. Lass die Überwachung raus. Okay, nächste halt Hagen 188. Dass wir keine Zeiten haben, wann wir da sein sollen. Puh. Das war ja schon wieder abenteuerlich hier. Ungewollt, aber es war so. Zugbeeinflussung. Und dann fahren wir jetzt auch auf die Hauptstrecke. Oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Wobei, Scheibe 9, oder? Doch, sieht so aus. Wunderbar, dann können wir auch gleich Gummi geben. Gummi können wir jetzt schon ein bisschen geben auf 60 km/h.
Also sogar mittlerweile auf 100. Mal 6 Kilometer nur noch. Ist nochmal wieder was anderes mit einem Güterzug zu fahren, sonst sind wir. Okay, was heißt sonst? Also bisher sind wir nur Personenzug gefahren. Von daher haben wir wieder eine schöne Abwechslung. So spät kommt, das ist immer noch ein Schock irgendwie. So ein kleiner Schockmoment. Wenn dann plötzlich 3 Stunden später der Sound kommt, dass ein Foto gemacht wurde. Durch die Kurven. Ja, ist schon nice. Ist schon immer wieder schön zu fahren. Irgendwie durch die ganzen Probleme, die ich jetzt gerade hatte, habe ich gerade überhaupt irgendwie kein wirkliches Thema, wo ich jetzt gerade drauf kommen könnte. Oh Gott. Hallo, danke schön. Danke, Sifa. Was auch schön ist, es nicht ausrollen zu lassen, dass man wirklich gar nichts beschleunigt, sondern einfach nur bremst. Das hauptsächlich bremsen muss. Okay. Starke Geschwindigkeitsänderung in 2,5 Kilometern. Das ist stark. Obviously. Wir fahren ja wieder raus von der Strecke, von der Aufstrecke. Wir verlassen sie. Ah, okay, dann haben wir 20 bekommen. Scheint so. Zumindest. Ah, war mal ein bisschen zu langsam mit dem Tempo rausnehmen. Ehrlich gesagt, doch, wie ich vorher eigentlich geplant gedacht gehabt habe, irgendwie runter entschleunigen. Also schon 2,5 Kilometer vorher auf der Bremse gehen sollen. Das kam mir dann plötzlich doch ziemlich ratzfatz.
sollte morgen vielleicht mal hier rüberfahren. Sie fahren. Bleiben wir lieber drin. Wo es hier gerade spannend wird. Zwangsbremsung. Oh wow. Zwangsbremsung. Ja, ganz ruhig. Zwangsbremsung. Na komm. Na geh doch. Oder? Gehst du in die richtige Richtung? Ja. Hoppla. Dabei steht, oh Gott. Da bestätigst du einmal nicht und dann ist es auch, oh Gott. Da bestätigst du einmal nicht und dann ist es natürlich wieder falsch. Obviously. Müssen wir jetzt Magneten. Zugbeeinflussung. Wunderbar, dann können wir es auch wieder. Für die nächste kurze Zeit wieder dem Limit anpassen. Weil es geht stark bergab. Okay, jetzt wird es wieder flacher. Und gleich können wir wieder auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Theoretisch gesehen.
Weil wir sind ja schon mittlerweile fast da. Stopp Nummer 1. Bald wieder die Geschwindigkeitsbeschränkung. Sowieso bergauf, dann können wir auch nicht ausrollen lassen. Zugbeeinflussung. Was? Auf was? Auf 70, okay. Na gut. Die 40 kommt da gleich, dann haben wir schon mal die 40 erreicht. Zumindest hätten wir ein bisschen den Berg hoch. Alter, let's go. Puh. Zugbeeinflussung. Sifa. Sifa. Ja, Sifa, Sifa. Mensch, das ist schon wieder aufregend hier. Hol dir die Waldfee. Schleichen wir dann noch mit 40 Kilometer pro Stunde weiter. Und haben es mittlerweile auch gleich geschafft. Haltepunkt. Ist halt auch was anderes, ne, mit Güterzug zu fahren, ohne die, also mit weniger Zeitdruck.
gut, nicht perfekt gebremst, aber jetzt die angezeigten Waggons, also alle. Zur Lokomotive zurück hinsetzen. Geben Sie den Weichen weiter Bescheid, dass sie bereit sind. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter, da kriegen wir doch hin. Dann wollen wir doch dort mal hinten halten. So hätten wir doch hinbekommen. Oh Gott, da ist schon wieder Plätze tauschen oder was? Oh Gott. Ah, oh, die sind dann hergerinne. Die Kurs für den Zug koppeln sie manuell an. Das kennen wir ja mittlerweile. Sie fahren. Tun wir mal einfach so, als ob das nicht passiert wäre. Hoppla. Hauptschalter auf. Aus. Bremse lösen. Licht. Wahrscheinlich das. Und auf die andere Seite. Danke. Ach Gott, hier ist immer dasselbe Spiel. Vorwärts. Volle Leistung. 1B. Haben wir's. Lösen. Trennung. Heben und Abfahrt. Jetzt halten wir in Böhle 305. Das ist ja irgendwie falsch rum, ne? Was? 45. Das ist kein Problem. Schwitzensignale hell. Das war auch.
Wunderbar. 3,7 Kilometer angeblich. Also können wir noch ein bisschen höher gehen. Nicht zu, wir wollen ja auch nicht in Gleisen, aber ein bisschen höher geht ja, ne? So, na. Sie fahren. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich den Satz, den ich im Kopf habe, am Ende sagen kann oder nicht. Wäre nice, wenn. Wäre so sehr, sehr nice, wenn. Ich muss schon sagen, ich finde es halt auch schon nice, so, ne, so ein Mischding auf solchen Strecken zu haben. Also bei Rapid Schweins gibt es ja nur Personenzug, der entweder an jedem oder an fast jedem hält. Jeden Bahnsteig. Also von dem Fahrplanmodus und Szenarien ja sowieso. Von daher ist es immer eigentlich ganz angenehm, so eine Strecke zu haben, die halt sowohl als auch bietet. Sie fahren. Wollen wir mal auf 40 beschleunigen. Haben wir sowieso nicht. Das erste zumindest. Zugbeeinflussung. Seefa. Stehen bleiben. Zugbeeinflussung. Der kommt noch nicht raus, kann uns noch nicht lösen. Sifa. Ja, hallo Sifa. Aber das ist ja kein Problem, denn wir können, dürfen ja eh nur maximal 60 fahren. So, schön gelöst. Können aber trotzdem nur 60 fahren. Ich frage mich ja, wo man mehr leer mit PZB zu fahren. Im Güterverkehr oder eher im Personenverkehr? Im beim Gütertransport oder beim Personentransport? Die Frage.
schätzen. Ha, puh, gute Frage. Also, ich schätze mal so im S-Bahn-Bereich könnte das halt schon. Also im vollbepackten Fahrplan könnte es vielleicht da auch schon Sinn machen. Oder Zugbeeinflussung. mehr Sinn machen. Das oder lernt man Zugbeeinflussung. das dort ein bisschen mehr als im Güterverkehr. Einfach weil man unter Umständen gut ist und sehr zeitlich ist und dann Sie vielleicht den Zug immer dem Vorderzug eigentlich immer im relativ ähnlichen Abstand folgt. Wobei lernt man das dann dadurch besser? Lernt man das vielleicht nicht bei Güterverkehr besser? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, so ein Szenarienmodus wäre halt echt schon nice, so, wo man eigene Szenarien erstellen kann. Vor allem, wenn dann Zugbeeinflussung. das Beladen nicht nur mit bei Kohle animiert ist, sondern auch mit Holz Zugbeeinflussung. oder Stahl oder was weiß ich, dass man halt wirklich da irgendwie so eine. Oh. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Dass man halt wirklich so. Das war ein bisschen zu doll in die Bremse gegangen. Dass man zum einen halt so einen Fortschrittsbalken hat, aber halt auch sieht, dass da was geladen wird, so nach dem Motto. Das ist auf alle Fälle sehr nice. Und was auch interessant, was auch schön wäre, wenn halt so, wenn diese 2 Kilometer zum nächsten Zielort nicht jetzt irgendwie die Luftlinie sind, sondern halt die tatsächliche Streckenlänge. Ah gut, man kann nicht alles haben. Oder? Das ist richtig am Regen in Holland, die Waldfee. Das ist richtig am Regen, es ist am Regnen. Und es tropft wegen der Scheibe. Deswegen habe ich gemerkt, dass es regnet. Sie fahren. Rau 70. Na, aber Hauptsache, es macht Spaß. All das Sie fahren. ja auch sehr viel wert. Boah, sollte sehr viel wert sein, so. Zugbeeinflussung. Zack, und über den Berg rüber. Jetzt passiert jetzt doch schon gerade wieder ein bisschen mehr. Kommt mir jetzt schon leicht ins Schwitzen. Vor allem, es geht auch bergab. Auch nicht allzu wenig. Sie fahren.
Zugbeeinflussung. Haben wir das auch geschafft? Na, zumindest fast. Zugbeeinflussung. Dann nur noch halten, dann haben wir es geschafft. Meine ich, zumindest. Trotz der ganzen Schwierigkeiten. Wunderbar, dann müssen wir abkoppeln wahrscheinlich. Dieser Schicht wird erledigt. Fahren Sie die Lokomotive herunter und steigen Sie aus, um diese Aufgabe abzuschließen. Vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich auf aus. Nein, ich wollte Paarbremse lösen. Jetzt schalten sie Lichter aus. Die Lokomotive versperrt ist. Wurde vorne sind alle noch. Ach egal. Es sind halt die Lichter an. Dann tackern wir mal rüber. Erstmal wild pinkeln. Was? Haltegenauigkeit von Kompass. Also mit der Haltegenauigkeit, das verstehe ich auch wieder nicht. Also, was hat das? Wie wird das errechnet? Level 13. Ich weiß gar nicht, ob wir Level vorher Level 12 waren. Level 4 Ndrosik Nord. Level 3 BR 185.2. 43 Minuten haben wir gebraucht. Kommt sogar hin. 25,24 Kilometer und 7000 Punkte. Ob das gut ist, weiß ich gar nicht. Ja. Sprich, beim nächsten Mal, wenn wir hier uns auf Ruhrsieg Nord bewegen, werden wir uns mit, ich glaube, war das jetzt, ich glaube Personenzug, ich bin mir unsicher. Werden wir jetzt mal nicht gucken. Also jetzt gucken. Leere Rückkehr. Nee, dann doch nicht. Dann nochmal ein Güterzug. Aber das dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.